Hi, meine Freunde, mein Name ist Alexander Winterkurov. Wir lernen heute mit mir jüdische Musik, klassische Musik, Felix für Anfänger. Und jetzt probieren, Tag zum Tag üben. Zuerst kommt Intro. Diese Musik hat drei Teile. Erster Teil Intro, vier Viertel. Erste betont und dritte betont. Hören Sie F, G, A, B, A, G. Das ist D-Moll-Tonleiter. Hat ein B. Und natürlich, die alle meine Schüler bekommen bei mir die Noten. Ja? Alle anderen spielen nach Gefühl, ja, und nach gehört. Also, der erste Takt betont erste und dritte Viertel betont. Frage, Antwort. Es kommt schnell. Nach oben, dann Leiter von F bis C. Das spielen Sie schon zweimal. Und jetzt kommt die erste Teil von Ton G, Beton erste und dritte. Und zuerst hören Sie die Melodie. Beton erste, zweite, dritte, vierte. Takt 2, Antwort. Takt 2, zum Rest, die gleiche Melodie als erste. Takt 3, kommt anderer Rhythmus, ja? Dann Pause. Und danach kommt Auftakt zum neuen Melodie. Das ist 2 Terz. G, E, F, D. Die Noten A, G, E, F, D, C. Ich spiele nochmal eine ganze Melodie von G bis C. Pause, Luft. Und kommt wiederholen. Okay, das war erst mal vorbei. Teil 2 kommt von Ton C zur Oktave. Halbe Ton und den nächsten Takt vier Viertel. Antwort. Antwort. Von C bis C Tonleiter. Und wieder C halbe Ton. Wiederholen. Betont und dann wird betont. Jetzt kommt dritte Teil, gleiche klingt wie erste Teil. C, H, das Ausnahme.
wiederholen. Und zum Schluss der erste letzte Tag langsam werden. Und Oktaven nach oben. So, wenn Sie wollen bei mir Unterricht machen, lesen Sie Melodiespiele, jüdische Melodiespiele, gucken Sie meine Internetseite www.kesen.de. Schreiben Sie bitte und bis bald.